Grüezi, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen hier mal wieder so ein bisschen zwischendrin zu einem kleinen, aber feinen Panther-Replay. Jetzt habe ich ihn vollkommen den Faden verloren, ne? Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade mal so ein paar Tage frei, hat sich ergeben mit Auffahrt und noch einen Tag, der dann sonst frei geworden ist. Und dann dachte ich, komm, ich habe gestern ja noch ein bisschen gestreamt, beziehungsweise am Mittwochabend. Und dachte, komm, mit so ein paar Minuten kannst du mal wieder ein paar Replays aufnehmen. Wahrscheinlich zwei, drei, die mir einfach gerade so in die Hand gefallen sind. Beziehungsweise die mich interessiert, also keine Ahnung, whatever, ich nehme einfach hier auf. Ne? Also wir haben hier einmal ein Replay von Laster, ohne eben Panther Replays. Ich beschränke mich aktuell auf die Panther Replays, weil die sind einfach am einfachsten zum kurz raussuchen und aufnehmen. Ihr wisst, was ich meine. Ganz kurz noch Werbung in eigener Sache, das sehe ich jetzt gerade so nebenbei, hier unten, ne? Twitter, könnt mich folgen, dann kriegt ihr auch ein bisschen mehr Infos mit. Ich habe gemerkt, Twitter ist ein extrem guter Kanal zum so, ne? Infos schnell raushauen, statt da irgendwie beim WoT-Forum, lieber Blub. Also wir haben heute Last Time T29, ich glaube T29 habe ich noch fast, oder noch gar nie auf meinem Channel gehabt. Und dann habe ich gedacht, komm, zeig's den mal. Er fährt hier mit kleinem Lebenskit, großem Rap-Kit und Cola und recht viel APC, also so ein bisschen Spaßpanzer nehme ich an, ist hier mit Tier zusammen mit Pavelius in seinem IS-2. Boah, der Typ hat 67.000 Gefecht. Und Cobra, Dreier-Platoon hier, ein schönes Matchmaking erhalten. Ja, auf Wadi mit Fadi, haha. Und was ist denn das für ein... Der Chrysler ist da auch schon drin. Guck an. Naja, diese ganze Chrysler-Geschichte. Wow! Das war ein Blinkschuss von der gegnerischen Art. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, Laster entscheidet sich aktuell mal ein bisschen den oberen Teil der Map in den Norden zu fahren. Ich weiß auch nicht, früher war es eigentlich so da, die beliebte Heavy-Bums-Ecke, sage ich jetzt mal. Hier sind normalerweise die Mediums durch und hier oben drauf sind irgendwie die Typen, die keinen Plan hatten, was sie machen sollten. Aber jetzt aktuell ist hier in der Mitte eher so ein bisschen Heavy. Hier geht eigentlich auch noch recht viel. Jetzt seht ihr auch schon wieder die Gegner. Es geht nichts. Von der Base gehen extrem viele irgendwie dahin und fahren dann rüber, werden da abgeschossen, versuchen in den Cap reinzugehen. Andersrum von der Flanke gehen irgendwie alle hier hoch. Also fahren immer auch alle auf den Berg. Ich verstehe dieses nicht ganz. Und Laster hier geht halt mal wieder ganz, wie sagt man? Ganz typisch, genau, typische Heavy-Position. Gut, hier natürlich auch perfekt für ihn. Hier kann er wunderschön Halldown stehen und wir alle kennen den T29-Turm, da haben sogar 10, beziehungsweise eigentlich frontal so gut wie unpenetrierbar. Ja, wollen wir mal schauen, was er macht. Hat hier den Erstschuss ein bisschen versetzt. Oben auf dem Hügel sind seine zwei Zugkameraden. Eigentlich ist ja schon das ganze Team offen. Apropos offen, ich muss hier schauen, mir hat es vorhin einen Mod zerschossen, beziehungsweise mein Antivirus-Programm meinte irgendwie, meinen Mod zerschießen zu müssen. Jetzt musste ich alles neu draufladen. Ich habe natürlich vergessen, was ich alles, wie ich alles speziell eingestellt habe für meinen Gusto und hallo Flugzeug, das da durchfliegt. Und ja, jetzt muss ich alles neu machen, musste Virus-Programm ausschalten, weil es das Gefühl hat, das ist ein Virus. Ja, keine Ahnung. Mal schauen, ob es funktioniert. Ja, hier jetzt der erste Schuss auf den FV mit einem wunderschönen... Ist das eigentlich ein Hyrule? 340? Oder ist das Durchschnitt? 320 ist Durchschnitt. Das ist schon eher ein bisschen höher. Was der FV hier macht, weiß niemand so genau. Nee, fast nichts Gescheites. Hat jetzt auch mal vor Schreck in den Boden reingeknallt. Ganz kurz, Einstellungen. Wieso sagt er mir jetzt Ton? 2, 3 Sachen muss man... Ihr seht hier gerade ein bisschen meine Einstellung. Protokoll, ja, immer anzeigen. Oh, siehst du, das ist halt schon wieder. Ich muss hier unbedingt noch wieder nochmal ändern. Das kann nicht sein, dass der Scheiß da nicht da ist. Dafür sitzt da oben. Aber ich hätte ihn gerne da unten. Erweitert alle. Das ist eine dynamische Anzeige. Will er mich nicht angeben. Gut, kann natürlich auch sein, dass es jetzt, ich brauche jetzt das Surfer-Kreuz-Kruzifix. Surfer-Kreuz eingeschaltet. Das funktioniert einfach mal wieder. Aha, gut. Ups. Ja, hier natürlich gebounced, oh Wunder. Ja gut, Surferkreuz sollte logischerweise nur in den Live-Spiel sein, was der Amix da will. Versteht auch niemand. Doch, er fährt weg. Ah, genau, die Bounce sind unten. Doch, jetzt passt es wieder ein bisschen. Das da oben sind Wargamings-Anzeigen.
Das hier ist die Trefferanzeige von Mod und das ist der erhaltene, der Income von Mod. Und ich habe ehrlich gesagt Income irgendwie ein bisschen lieber. Vom Mod, also wie gesagt, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Ich gehe jetzt nicht allzu fest aufs Replay, ich glaube aktuell sieht man ja genug. Von mir aus bräuchte es eigentlich noch der Max Zoom Out Mod. Das ist der, dass man hier wirklich, ne? Den bräuchte es meiner Meinung nach noch. Und was ich noch recht nützlich finden würde, was aber nicht unbedingt sein muss. Also, sobald der Max Zoom Out Mod drin ist, sofort dabei, brauche ich eigentlich keine Mods mehr. Gut, doch, ich bräuchte theoretisch Farmblind Mods und das mir die. Oh, hier ein bisschen schlechter, blöder Bounce. Ah, hat ja gar nicht allzu viel APC geschossen, hat gleich umgeladen. Schöner Einsatz hier von Munitionsarten. Das habe ich gerne, wenn man so ein bisschen rumswitcht immer wieder. Also sprich, halt wirklich AP nach. Schöner Schuss hier auf 37. Ja, wie gesagt, sobald es ein Max Zoom Out Mod implementiert wird, bräuchte ich eigentlich keine Mods mehr. Ich habe wirklich den Max Zoom Out Mod, den will ich einfach, weil ich brauche diese Übersicht. Ich finde die extrem nützlich. Eigentlich auch witzig, dass der nicht verboten würde. Der gibt eigentlich schon einen rechten Vorteil, mal böse gesagt. Und was natürlich dann schön wäre, wenn es diesen Mod hier mit dem, was schon gespottet wurde, braucht man nicht unbedingt. Finde ich aber. Erleichtert einem recht vieles. Also, gerade zum Replay zurück. Lars weiß irgendwie gerade nicht so was machen, habe ich das Gefühl. Er steht so ein bisschen rum und dreht hier seinen Turm. Rechts, links, weil oben sind sie durch. Also im Norden sind die, ist der eine Leiter da durch mit Medium. Pavel fährt jetzt irgendwie auch wieder. Das weiß ich auch nicht so recht. Was machen die? Weiß der ganze Platoon hier nicht so recht was machen. Weil die Gegner sind halt durch in der Base. Doppelschuss auf den Uni. UI. Weil die Gegner sind eigentlich hinten durch. Ah, ja, wunderbar. Die Gegner sind natürlich jetzt so gescheit und fahren hier oben. Wieso fahren die hier durchs offene Feld? APC drin, jawohl. Da würde ich auch APC laden. Weil so ein Uni, der ist immer wieder so bouncy, bouncy. Ja, und kalt sie natürlich wunderschöne Sideschüsse auf diesen blöden Uni. Tut mir leid, aber das ist wirklich dumm, dass der da durchfährt. Wieso fährt man da durch? Ich meine, ist doch klar, dass man. Das ist jetzt übrigens aufgegangen. Dass man hier Sideschüsse kassiert hat. Es noch 400 Leben. Aber sie sind jetzt im Cap und jetzt muss Pavel, Lars da wunderschnell. Zackig mal genau dort, wo die S3 steht, hin, weil dort kann er nämlich schon wunderschön hier in der Position mit Halldown hier auf das Zeugs drauf knallen, was in dem Cap steht. Hat jetzt hier noch ein Pavel, wie viel Leben hat der Kollege noch? Tuhit, der IS2-Kollege. Pavelius, nicht Pavel, Pavelius. Kriegt jetzt hier schöne Sideschüsse. Oh, jetzt hat es dafür Cobra zerrissen. Schade, den hätten wir gebraucht. Ja gut, eben hier Lars, da ist er noch voll. Also sprich, der kann hier noch alleine gegen das ganze Gegnerteam kämpfen. Hat mittlerweile auch 2-3 auf der Uhr. Hat hier den Uni gebounced, obwohl er irgendwie auf die andere Seite geschaut. T29 ist auch, finde ich auch witzig, wie viele da über, weiß auch nicht was, motzen. Aber eigentlich ein T29 ist eigentlich einer der Panzer, der ist, böse gesagt, für seine Tierstufe OP, ne? Also jetzt mal ernsthaft, das ist eigentlich so ein Panzer, der ist wirklich fucking stark. Er ist zwar langsam, aber er hat Turmpanzer und kann auch einen Zehner bouncen. Also es ist halt einfach so und die Waffe ist jetzt auch nur so. Wirklich, das ist eigentlich der Panzer für Anfänger, wenn man Heavies lernen will. Tier 7, eine super Stufe. Man sieht zwar bereits 9er, aber man kann auch noch gegen 5er kämpfen und so. Das war ein HE-Schuss, da klar hat er Damage gemacht. Bisschen Glück gehabt, dass hier keine Module zerstört wurden. Mit Rechtsklick den Turm festhalten, Last, wenn du zurückschaust, ganz wichtig, das muss automatisch klappen, weil dieses kurze Drehen, das reicht schon, um den Gegner die Seite vom Turm zu geben. Also hier, wenn du zurückschaust, kurz Rechtsklick zurückschauen, weil dann bleibt der Turm an die Front. Oder, was auch helfen kann, ist einfach Out-Aim auf den Uni zu machen, dann bleibt, beziehungsweise auf den Gegner, der vor einem steht, weil dann bleibt der Turm immer im besten Winkel zum Gegner. Und dann so zurückfahren, weil, aber hier nicht seitlich vorfahren. Hat der Fahrer verloren? Witzig, der Fahrer, obwohl er vor der Kettenklinge geschossen hat. Niemals so seitlich vorfahren, also auch nicht so gescheit. Ja, jetzt hier frisst er leider noch ein paar Schüsse vom Tiger, hat diesen Amix hinter sich. Weiß aber durch das, dass der Cap angegangen ist, der Uni, dass das der Uni wahrscheinlich auch hinzufährt. Genau, hier ist er auch schon. OI, nicht Uni. Boah, kriegt ja aber gleich Doppelhit hier. Pavelius hat ja auch schon 5 Kills, Last hat 3. Wie viel hat der eigentlich Kollege? Schade, der A34, ach, der Cobra, genau, die Namen, hat hier leider keinen Kill gekriegt, gut, vielleicht sehen wir nachher, was er gemacht hat. Ja, und hier jetzt haben sie eigentlich zu dritt aufgeräumt, die 34-2 hat noch einen Scout gekriegt und, ja, jetzt tue ich mir mal ein bisschen vorspulen, weil so es aussieht, gibt es ja noch den, oh, wer fährt der ins Wrack rein?
gibt es hier noch den OI im Gegnerteam, der irgendwie in der Base am Campen ist. Finde ich auch sehr strong mit seinem eigentlich ja guten Rating, jetzt mal so gesagt. Ja. Brumm, brumm. Last, nicht la. Ich habe so ein Durcheinander mit den Namen, ne? Ja, unglaublich. Kriegt ihr noch einen Schuss ab? Ah, ihr seht, er ist langsam, T29, wahrscheinlich so das einzige Manko, langsam und träge, aber sonst hat er eigentlich wirklich so ein bisschen alles, was man als Heavy brauchen will, haben will. Ja, was will ich hier noch groß sagen, ne? Schnelles Forward hier, Gegner aufräumen. Ich weiß auch nicht genau, was der da hier macht, da hinten, der Base hinten. Er hat immer noch APC, ein bisschen viel APC geschossen, aber gut, ich meine, gegen... Kann man jetzt auch sagen, gegen die EP Uni frontal. Pff. Ah, du, wenn man das Geld hat, ich bin sowieso langsam. Auch APC hilft hier nicht immer. Auf dem Turm schießt übrigens. Kurzer Tipp: OIs. Niemals, wenn ihr den so habt, Unterwanne keine, die ihr nicht drauf schießt, ihr seht, wie schnell das passieren kann. Oberwanne sowieso vergessen. Entweder, wenn er so leicht angewendet ist, hier auf diese seitlichen Teile von den kleinen Türmchen. Oder einfach eiskalt hier durch die Turmplatten. Hier und hier kommt man nämlich super durch. Mit ziemlich jedem Panzer. Jawohl, aber hier schießt er auf die kleinen Mini-Turrets. Hat hier seinen vierten Kill für sich beansprucht. Und somit haben sie das Gefecht wunderschön nach Hause gebracht. Aber warte mal, mir wurde gesagt, ich darf nicht mehr allzu schnell um den Panzer rumswitchen, weil das gewissen Leuten Kopfschmerzen bereitet. Verstehe ich sofort, total, tut mir leid, wenn ich das gemacht habe und wenn es gewisse Leute gestört hat. Ja. 3-7 Damage. Kollege Pavelius hier hinten noch. Ja, gibt es irgendwas groß zu sagen? Nein, war eigentlich eine nette Runde, mal wieder schön ein bisschen quatschen zu können. Also ihr seht ja ein bisschen weniger auf das Replay geachtet. Eben wie gesagt, einziger Tipp, den man hier geben kann, ist, oder den mir jetzt gerade so aufgefallen, ups, der einzige Fehler, der mir jetzt gerade so aufgefallen ist, insgesamt, mit Rechtsklick, wenn man zurückfährt und vor einem Gegner sind, Rechtsklick den Turm halten oder Auto auf den Gegner machen, damit der Turm nach vorne zeigt. Besonders bei solchen Turmmonstern sehr wichtig, weil wenn du dann zurückfährst und es schaffst, den Turm so zum Gegner zu drehen, dann hat er hier natürlich eine 20 mal bessere Möglichkeit durchzuschießen, als wenn du den Turm immer frontal sein lässt. Ja, ich würde sagen, mit den Worten beenden wir hier kurz das In-Game-Replay und sehen uns gleich wieder nachher in der Gefechtsauswertung. Bis gleich. Badum, und hier sind wir auch schon im Auswertung. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau. Panzers, Wunder, Großkaliber hier. Jawohl, wie gesagt, erste Seite interessiert mich normalerweise nicht viel. Haben wir 1300 Base XP, sogar 1364 Base XP für Laster. 1300 für Pavelius sogar, also die zwei haben da recht abgerockt. Cobra ein bisschen hinten drin, aber immer noch gut performt hier. Lights zwischendrin. Ja, Kreisler ein bisschen abgestunken, ne? Ein bisschen sehr fest abgestunken. vom Gegnerteam haben wir den IS-3, der da am besten gerockt hat. Ja, und sonst, ne? Naja, keine Kommentar. 9 Schüsse hat unser Kollege Lars da abgegeben, davon 17 getroffen, also eigentlich eine sehr gute Rate hier. Und davon sind 4 gebounced. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr viel Ahnung, welche, weil ich irgendwie gar nicht so ins Replay vertieft war. 1100 hat er gesniped. Von seinen 6 Schüsse hat er erhalten, 3 davon gebounced, 3 davon durch. Also hier 50% gebounced, gut, 6 Schüsse ist nicht viel. Der Splash Damage da ganz zu Beginn vom Blindshot von der Art nicht schlecht. Gibt 600 gebounced, einen gespottet, so ein bisschen Aufklärungsdamage hat er noch gemacht. 2-7 rumgefahren, gut, zwar vor allem jetzt der Weg am Schluss von eigener Base zur gegnerischen Base. Hat natürlich, weil er halt jetzt ziemlich viel APC verballert hat, recht viele Minus gemacht. Ja, übrigens im Team haben sie 9 Kills gemacht, im Platoon, also wirklich recht nice. 2000 Base XP mit Platoon Bonus, blablub, gibt es 2-1. Und ja, ich denke, das ist mal wieder recht nett so zwischendurch, so ein Replay. Ich glaube, ich werde gleich nochmal eins aufnehmen. Ihr seht hier, kurzer Spoiler, haha, nochmal eins. vor allem ein cooles Replay vom T29, das ist wirklich so der Anfängerpanzer Stufe 7 Heavy, den man haben will. Kann man wirklich jedem empfehlen. Auch finde ich auch besser als so Yes oder so, weil er hat einfach noch ein bisschen mehr Panzerung, verzeiht nochmal ein bisschen mehr Fehler.
Und ja, ich denke, es war mal schön, ihn mal wieder auf meinem Kanal zu sehen, beziehungsweise den überhaupt mal auf meinem Kanal zu sehen, aber wir haben ihn bis jetzt noch nie gesehen. Und ah, haut rein, bis zum nächsten Mal, irgendwann mal. Ich weiß nicht, wann ich das andere Replay hochladen werde, vielleicht gleich nachher. Eben, whatever, ihr seht es ja, haut rein, tschüss.